Ergebnis ist der Höhepunkt der Saison bis jetzt. Fühlst du dich auch von vorn her? Nein, eigentlich fühle ich mich jetzt nicht hundertprozentig auf der Piste, wo ich eigentlich jetzt so viel an mich jetzt richtig wohl gefühlt habe, mit schwere Haxen und so, aber ich denke, das Schießergebnis war noch ein das Ausschlaggebende und ich glaube, ich kann zufrieden sein mit seinem Jahr. Und du warst in der Leute auch ziemlich gut auf der Strecke. Ja, aber es war nicht letzt, aber das Gefühl war halt nicht so gut. Okay. Aber vielleicht hat es mich einfach beeinflusst, das Gefühl. Aber schwierig, allem einzuschätzen. Hast du am Schluss gezittert? Oder ist immer die. Nein, ja, jetzt hat er mal mitgekriegt. Ah, okay. Also. die nächsten Rennen? Ja, Samstag ist natürlich wieder ein wichtiges Rennen. Starten alle von neu wieder. Ich denke, wird nicht einfach werden, weil ich gehört habe, dass er windig werden soll. Und Anton ist schon nicht leicht. Also, ja, lassen wir uns überraschen. Mhm. Hast du gedacht, dass dein Post über St. Philippe so ein bisschen Wellenschlag oder das Thema hat? Ja und nein, aber andererseits, mir tut es auch total leid. Ich meine, schon ein guter Freund von mir und heute ist im Spitzensport auch nicht so viel, wie soll ich sagen. Normal, gut auf Reine zu haben. Mhm. Und ja, ich hatte das so. Hast du das auch gehabt jetzt für das Thema? Oder sagst ja, du, jetzt, für mich muss ich mich jetzt auf die Rennen konzentrieren und sie auch. Und ich habe keinen Sinn, jetzt lange miteinander zu streiten. Mhm. Ist das Antrag für dich der Generalprobe für die WM oder sonst ist das jetzt schon ein Highlight? Ich denke, ich meine, es ist ein Rennen wie jedes andere. Bis zu der WM kann noch viel passieren. Ich denke, alle Mannschaften werden auch hundertprozentig topfit zusammen hinkommen. Und natürlich muss ich auch das Glück haben, die 10 Renntage über sein, die perfekten Tage zu erwischen. Weil 10 Tage sind viel, aber auch kurz, wenn du nicht in Form bist.